Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Plastikfreunde. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Leckerbissen. Und zwar haben wir in der limitierten Form von Wingnut Wings und der Nummer 32601. Sage ich gleich hinzu. Die normalen Wingnut Wings Flieger laufen ja mit 32.01 und 203, keine Ahnung, 65 ist zum Beispiel die Junkers D1. So, die limitierten oder die besonderen Sachen, die haben immer eine 6 oder eine 8 an dritter Stelle. Das ist jetzt hier die erste Nummer davon, die 601. Und zwar mit Manfred von Richthofen, Albatros D5. Der D5 ist ja schon mal erschienen, nicht allerdings in dieser Variante, das ist ganz neu. Es sind insgesamt 7 Plastikspritzlinge enthalten, es ist ein Edstyle-Bogen enthalten, eine Bonusfigur mit eben jedem genannten von Richthofen. Der Preis liegt so bei unter 90 Euro, absolut legitim für den Spitzenbausatz. Gebaut ist das Modell 28x23 cm groß, 151 Kunststoffstücke oder Teile haben wir und 5 Markierungen inklusive der dazugehörigen Deckels plus 2 für das Roan-Modell. Gut, aber genug gequatscht, folgt mir einfach mal und werft einen Blick mit hinein. So, ihr Lieben, wir beginnen wieder mit der Papierform. Nicht umsonst wird die Anleitung von Wingnut Wings als eine der besten der Welt gehandhabt. Warum? Wir haben in der ganz durchgängig farbigen Anleitung haben wir hier zuerst einen technischen Überblick, was es alles gibt, die Entwicklungszeit und so weiter und so fort. Denn hier sind die technischen Aspekte. Dem noch nicht genug haben wir hier die Verarbeitungs- und Warnhinweise. Hier sind die Verarbeitung. Dann haben wir hier Farben. Hier sind die Grundfarben. Dann haben wir hier Tamiya, Humbrol und die Federal Standard Farben. Finde ich schon mal sehr gut. Auf der nächsten Seite haben wir eine Übersicht, was alles enthalten ist. Die Deckels, die Bonusfigur, die einzelnen Spritzlinge. Hier haben wir den Foto-Ads-Bogen. Da wird auch schon angegeben, welche Teile wir nicht brauchen. Also wenn wir vernünftig und gut gearbeitet haben, sollten die Teile, die jetzt hier schön lila wiedergegeben sind, dann auch noch schön drinnen behalten. So, weiter geht's dann hier mit dem Bau des Rumpfes, des Führerstands vom Piloten. Schön hinterlegt das Ganze, hier sind die Farben auch angegeben, die einzelnen Bauteile, hier sogar Originalbilder mit einer Erklärung dazu. Das macht das Ganze ja so besonders, dass man wirklich gucken kann, Mensch, wie ist denn das in 1:1, wie war das im Original? So, hier geht das Ganze weiter. Auch hier sieht man das schon, hier ist Farbe von innen, kann man sich das gleich vorstellen. Hier der Tank, verschiedene Anbauteile, der Motor auf der anderen Seite. So, hier sieht man die ganzen Verstrebungsteile, ist wunderbar wiedergegeben. Auch hier auf der nächsten Seite. Man kann ja zwischen zwei Optionen wählen. Entweder man macht das MG mit dem Plastikteil oder man macht die Version selber mit dem Kühlmantel. Zeige ich euch auch noch gleich, ganz nett gemacht. Immer dabei die Übersicht über die Deckels, da, was man da beachten muss. Auch hier, da solltet ihr euch festlegen. Unterteilt in A, B, C, D und E, 5 Stück insgesamt. So, auch hier wiederum kommen wir hier schon fast zur Endmontage. Und ganz wichtig hier, die Verstrebung. Empfehlen tue ich euch da auf jeden Fall das Rigging von Uschi von der Rosten. Das lässt sich hervorragend dazu benutzen, weil das Ganze nämlich flexibel ist. Erspart auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Und ist natürlich auch einfacher. So, dann kommen wir jetzt hier auf den letzten Seiten. Hier ist die Figur, die mitgeliefert wird, gleich mit dem Bemalungsvorschlag. Hier das Original, beziehungsweise die Originalbilder. Und hier haben wir das Ganze mit den Deckels in Farbe. Wunderbar wiedergegeben, auch die einzelnen Optionen. Wird nochmal darauf eingegangen, welche Teile wo zu verwenden sind. Man kann das Ganze schön sehen, auch hier wieder bildlich hinterlegt. Ein Text ist dazu, die Originale. Also es geht wirklich nicht besser. Auf jeden Fall ist mir nichts Besseres bekannt. So, im Ersten Weltkrieg war das Ganze hier noch ganz bunt, wird hier auch Rechnung getragen. Auch hier wieder möchte ich darauf hinweisen, hier ist zum Beispiel ein Holzteil. Auch das lässt sich mit Uschi von der Rosten, lässt sich das mit den Deckels sehr gut bewerkstelligen, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Eine 1A Verarbeitung und Effekte auf jeden Fall. So, auch hier die wunderbaren Details, dann die Fotos dazu. Dann haben wir hier nochmal eine Übersicht.
Und ganz gelungen finde ich auch immer, wer war an dem Projekt beteiligt, wer hat dazu was beigetragen, auch nochmal, dass man auch mal die Gesichter hinter dem eigentlichen Bausatz sieht. So, letzte Seite haben wir hier nochmal eine kleine Übersicht, was gibt es da so, Vorstellung der anderen Bausätze, wäre das abgeschlossen. Ja, fangen wir mit dem Kunststoff an. Der Kunststoff, der erste Spritzling, den haben wir hier. Da haben wir die beiden Seitenteile. Schön zu erkennen auf jeden Fall die Struktur. Die Nieten sind wunderbar wiedergegeben in 1:32, eine wahre Pracht und Wonne. Allein hier diese ganzen, diese Kühlsachen hier, hier und hier. Ich drehe das Ganze mal um. Man sieht ja das hier. Hier kann man schön sehen, wo die Spanten dann in Zukunft mal reinkommen. Richtig schön wiedergegeben das Ganze, top gemacht. Dann folgt der Spritzling mit den Luftschrauben, dem Motor. Auch hier haben wir einen wunderbaren Detailreichtum. Die Luftschrauben, hier kann man richtig schön erkennen, die einzelnen Angüsse, die Schrauben. Das ist richtig toll gemacht, ganz großes Kino. So, dann haben wir den Spritzling hier zweimal. Dann kriegt ihr eine Vorderseite und eine Rückseite von mir zu sehen. Hier sind die Reifen, wir haben hier Verspannung und hier sind unter anderem auch die beiden Spandau-MGs. Dann haben wir den hier einmal mit dem angegossenen Kunststoffteil und hier, wer sich es mag oder zutraut, kann das Ganze nochmal als Ätzteil hier rankleben und wiedergeben. Ist natürlich, weil das dann hohl ist, viel realistischer und sieht dann natürlich dementsprechend auch noch schicker aus. So, eins der Schmuckstücke eines jeden Wingnut Wings Fliegerbausatzes, das sind die wunderbaren Wiedergebungen hier von den Spanten und man kann oder man meint richtig zu erkennen, wie der Stoff hier rüber gespannt ist. Das ist ganz großes Kino und handwerklich richtig gut umgesetzt. Ich hoffe, dass unsere Kamera das für euch einfangen kann. So, ich schwenke das mal ein bisschen hin und her. Vielleicht sieht man das ja in einer Einstellung. So, Innenseite möchte ich euch auch nochmal präsentieren. Hier ist nämlich, das Ganze ist maßstäblich wiedergegeben. Ich gebe das mal an hier. Das heißt, ihr müsst da nichts verkleben. Und hier kommen dann die Spanten hin, die Spannteile. Und hier in diese kleinen Löcher kommen dann die sogenannten Spannseile, Riggings. Wie gesagt, Uschi von der Rossen kann ich euch da sehr ans Herz legen. Die gehen richtig gut dazu. Gibt es in drei Größen. Fein, super fein und Standard. So, dann haben wir hier den letzten Spritzling. Hier sind die Verstrebung, die Versteifung, um dem ganzen Flugzeug Halt zu geben. Dann haben wir hier die ungewöhnliche Auspuffanlage. Für uns mag das jetzt halt ungewöhnlich sein, zu jener Zeit sicherlich nicht. Dann hier der Sitz ist hier, dann hier nochmal weitere Anbauteile. Ich drehe das Ganze nochmal für euch um. So, ist jetzt nicht ganz spektakulär, aber auch hier kann man sehen, dass die Auswerferstellen wirklich da sind, wo man sie später nicht mehr sieht. Ist richtig toll gemacht, das Ganze. Das erfreut das Modellbauherz. Dann haben wir hier noch einen kleinen Spritzling mit Klarsichtteilen. Der ist etwas wert beim Rauskommen. Viele Klarsichtteile sind ja nicht verwendet worden. Ich halte das mal ein bisschen fest. Haben wir hier nur einen kleinen Windschutz. Aber dieser Windschutz ist 1A klar gegossen. Richtig schön wiedergegeben, das Ganze. So. Dann haben wir hier die Figur, die mir leider gerade aus der Verpackung gefallen ist. Die Figur ist aus Kunststoff. So, da der fehlende Kopf. Ich zeige euch den mal so. Ist schön modelliert aus Kunststoff. Hat eine 1A Hakennase, also wie beim Original. Sehr schön gemacht das Ganze, als Bonus mit dabei. Dann haben wir hier noch Ätzteile. So, und auch da zeige ich euch gleich mal eine kleine Besonderheit. Kommen wir raus hier. So. Und zwar, also hier sind erstmal die Lüftungsgitter für das MG. Dann haben wir hier die Gurte, ganz einige Anbauteile und ganz nett gemacht, ganz fuchsig finde ich. Das Teil hier, das kann man hier mit dem kleinen Stückchen raustrennen und dann hat man gleich ein Schild für einen eventuellen Sockel. Ganz nett gemacht und durchdacht das Ganze. Ja, der Ätzteil oder der Deckelbogen ist etwas größer.
ist ja bei Flugzeugen auch üblich. So, einmal das Seitenpapier runter. Dann drehe ich das Ganze mal so, dass man es auch von hier oben sieht. Hier sind alle fünf Versionen drauf, plus die Bonus-Varianten für den Rodenkit. Ganz nett gemacht das Ganze auf jeden Fall. Hier sind wieder Wartungshinweise, dann haben wir hier die Armaturen. Hier nochmal weiter, dann für die Propeller die Sachen ist alles dabei. Beladungsklassen, dies, das, jenes, die, das Balkenkreuz ist natürlich vorhanden und so weiter und so fort. Ja, der Deckelbogen ist 1A sauber gedruckt, ohne irgendwelche Prälisuren, Verzögerungen, Verstrumpfung oder sonstiges. Ist einfach nur toll. Ja, schönen Dank, dass ihr da wart, dass ihr den Blick mit mir in die Schachtel genauso genossen habt wie ich, hoffe ich doch auch zumindest. Hier wird dem geneigten Modellbauer unter 90 Euro ein 1A-Modell geliefert, in bekannter und bewährter Qualität. Alleine die Anleitung lässt immer schon aufhorchen und lässt dann das Wasser, also mir auf jeden Fall, im Mund zusammenlaufen. Die Plastikteile sind über jeglichen, also das ist wirklich 1A-Spitzensahne, einen netten Ätzteilsatz, der das berücksichtigt oder der das pimpt, was man noch pimpen kann. Ja, an Zubehör, wie gesagt, würde ich euch das Rigging empfehlen. Das ist echt top und erleichtert das Ganze besser als irgendwelche Bindfäden oder so zu verwenden oder irgendwelches Garn. Vielleicht noch Holzdeckels oder halt die Folien, auch von Uschi von der Rosten, passen super dazu. Ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch, für euch. Vergesst nicht, Kommentare zu hinterlassen und bleibt uns gewogen. Macht's gut.